Willkommen in der Garage und heute gibt's was richtig Gutes. Und zwar die Vorgeschichte ist, ich kaufe ja das Steak, was ich kaufe, oftmals in solchen Riesenbatzen, also in solchen Riesenfleischstücken, sodass ich selber entscheiden kann, wie dick die Steaks werden. Denn diese gekauften, vorgepackten, ja, die sind meistens ziemlich dünn. Und wenn du so ein Stück hast, ist ziemlich cool, kannst sie selber schneiden und hast ein perfektes Steak. Passiert aber eins, am Ende bleibt dann manchmal sowas übrig, also so ein Ende. Ich meine, ja, das könnte man jetzt auch noch als kleines Steak verkaufen, aber ganz ehrlich, da gibt es eine viel bessere Variante dazu. Wir machen daraus Mongolian Beef oder mongolisches Rindfleisch. Das ist eine ziemlich geile Nummer, es schmeckt mega gut und es ist sehr, sehr schnell gemacht. Und darum geht's, wie das geht und wie das funktioniert, wie immer nach dem Intro. Abonnier den Kanal, lass einen Daumen nach oben da und wenn du besonders lieb sein willst, schreib was in die Kommentare. Zum Beispiel, was ist dein Lieblings-Asia-Gericht? Los geht's! Ein paar Zutaten brauchst du natürlich dazu und bevor ich dich jetzt aber langweile mit irgendeiner Aufzählung. Einige davon siehst du hier. Natürlich brauchst du Fleisch, ein bisschen Sojasauce, ein paar Zwiebeln, Ingwer. So typisch asiatische Sachen halt. Aber die ganzen Zutaten findest du wie immer unten in der Infobox. Deshalb schau es dir an, die Bilder sind schön, aber die Liste findest du unten. Ich beginne mal mit der Vorbereitung des Fleisches und dazu schneidest du einfach das Fleisch in schöne, hauchdünne Scheiben. Jetzt wird das Fleisch in eine Schüssel gegeben und dann machst du jetzt einfach ordentlich Pfeffer drüber. Und dann die Sojasauce drüber. Das machst du so nach Gefühl. Also guck einfach, dass genügend Sojasauce überall hinkommt. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu wenig, machst du ein bisschen mehr. Das Ganze darf jetzt 10 Minuten ruhen und in der Zeit können wir schon mal das Gemüse schnippeln. Okay, Gemüse ist vielleicht ganz leicht übertrieben. Du brauchst ein paar Frühlingszwiebeln, ein bisschen Knoblauch und Ingwer. Das ist schon das ganze Geheimnis dran. Bei den Zwiebeln schneide ich mir das Weiße schön klein. Passiert das auch bei Frühlingszwiebeln, dass manche Teile so einfach penetrant zusammenbleiben? Oder bin ich einfach zu blöde? Und das Grüne wird einfach ein bisschen gröber geschnitten. Das dient dann mehr so der Deko. Den Ingwer einfach so in feine Streifen schneiden und dann kann man den auch ganz gut hacken, ohne dass der überall hinfliegt. Ich lasse den ganz gerne dran am Gericht. Manche nehmen die Scheiben auch wieder raus, aber ich mag das ganz gerne, wenn der noch so ein bisschen zu schmecken ist. Und auch den Knoblauch hacke ich einfach ganz fein. Und das sind die ganzen Vorbereitungen, einfach und schnell. Das Fleisch hat jetzt 10 Minuten in der Sojasauce mariniert und jetzt gibst du einfach so 1-2 Esslöffel Speisestärke dazu und verrührst das Ganze wieder. Und das Ganze mariniert dann nochmal 10 Minuten, sodass die Speisestärke sich schön mit dem Fleisch verbinden kann. So sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Und jetzt kommt das Geniale an dem Gericht. In den 10 Minuten, wo das Fleisch jetzt wieder in der Speisestärke mariniert, musst du dir keine dumme Aufgabe überlegen oder mit Rauchen anfangen, sondern du bereitest einfach die Soße vor. Du rührst jetzt einfach 4 Esslöffel Sojasauce, 4 Esslöffel Rosinensauce, 2 Esslöffel braunen Zucker, ein bisschen Sesamöl, so ungefähr 2 Teelöffel und nochmal 10 Gramm Speisestärke zusammen. Das Ganze gießt du dann einfach mit 150 Gramm Rinderfond auf. Schön verrühren, dass keine Klümpchen sind und fertig ist die Soße. Wenn du keinen Wok hast, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir einen, dafür findest du einen Link unten in der Videobeschreibung, mit dem du nicht nur einen Wok bekommen kannst, sondern auch meine Altersvorsorge unterstützen wirst. Das Ganze kostet dich natürlich nichts mehr, ist einfach nur lieber Support, also danke vorab schon mal dafür. Oder du nimmst einfach eine große Pfanne, das funktioniert genauso gut. Zuerst kommt ein bisschen Sesamöl in die Pfanne, die weißen Zwiebelringe, der Ingwer und der Knoblauch dazu, die Chilischoten im Ganzen mit rein. Wenn du mutig bist, schneidest du die klein und schmeißt sie rein, aber ich bin Weichei, ich mag sie ganz so scharf. Das Ganze anschwitzen und dann mit unserer supergeilen Soße ablöschen. Das stellst du jetzt erstmal beiseite und brätst im selben Wok oder Pfanne das Fleisch an, sodass das eine schöne Röstung erhält. Aber nicht zu lange, sonst dreht es durch und das schmeckt dann ziemlich zäh. Jetzt gibst du das Gemüse und die Soße dazu und lässt das Ganze ungefähr 5 Minuten köcheln. So eine Minute vor Schluss schmeißt du die grünen Zwiebelringe mit rein und schon ist das Ganze fertig. Jetzt das Ganze schön mit Reis anrichten, etwas gerösteten Sesam oben drüber und es sieht doch einfach nur perfekt aus. Wir sind am Ende und das sieht ziemlich geil aus. Also, ey, das ist ja, perfekt, vielleicht nie oder vielleicht doch, keine Ahnung. Ich finde es genial, es ist schön, die Soße ist schön schlotzig und cremig und das Fleisch ist, es wirkt erstmal perfekt. Also,
Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich auch perfekt schmeckt. Der Reis, guck mal, der ist auch schön fluffig hier. Okay, wir probieren es. Oh Gott. Alter. Das Fleisch, guck mal. Das ist sowas von zart. Oh mein Gott, ist das gut. Mm. Ich esse jetzt noch einen Löffel. Gabel. Mm. Unten drin steht das Rezept. Mach's nach und schreib in die Kommentare, ob du es genauso geil findest wie ich. Es ist mega lecker. Boah, bin ich begeistert. Ja, ist eine geile Nummer. Und wie gesagt, für so Fleischreste, Steakreste, einfach geil. Wenn es dir gefallen hat, was ich doch hoffe, dann lass einen Daumen nach oben da. Schreib mal in die Kommentare, wie gesagt, ob du das nachmachen wirst, ob du es nachgemacht hast und wie es dir schmeckt. Ansonsten abonniert diesen Kanal, das hilft mir sehr. Vielleicht schaffen wir dies ja noch die 1000 Follower, wäre toll. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Mach's gut.